Jeder bekommt jetzt etwas davon auf die Hand. Die kann man dann in die Hände einreiben, wenn man will, ins Gesicht oder über die Haare. Am besten über die Haare ziehen. Ihr habt die Bibel schon gesehen und das Buch der Muslime ist der Koran. Und der Koran sieht so aus, wie ein Gekritzel, das ist auf arabische Schrift. So sieht's aus. Was machen die Muslime dann auch feiertags und außerhalb feiertags? Sie haben einen Gebetsteppich, habe ich gesehen, bei euch. Ne? Sie schauen erstmal, wo Süden ist, wo Mekka liegt. Dann legen sie einen Teppich aus, legen sich eine Kappe drauf, die Männer. Die Frauen haben Kopftücher, die Männer setzen sich eine Kappe auf und dann beten sie. Habt ihr schon mal gesehen? Also sie stellen sich hin, heben die Hand, falten sie über den Bauch zusammen, verbeugen sich und werfen sich fast auf den Boden. Und das wiederholen sie 5-mal am Tag. Frühs, mittags, nachmittags, abends und nachts, wenn es dunkel wird. Wisst ihr, was die türkischen Kinder draußen gerne spielen? Seilhüpfen? Ja, genau. Sie fahren gern Fahrrad? Ja. Habt ihr vieles gemeinsam, ist ja toll. Obwohl wir nicht mal hingeflogen sind, gell? Wir hatten die Türkei heute bei uns im Kindergarten. Ich bin Türkei, ja, ich bin Türkei.